So, der TikToker. Oh, 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 nee. Mega. Also ein bisschen bescheuert sind wir schon, oder? Aber ist geil. Da hört man so mal jubeln, jawohl. Könnte ein Weltschwarm sein. Sehr nice. Guten Morgen, liebe Angelfreunde, und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Tja, Carsten ist wieder am Start. Moin, Leute. Moin, moin. So, wir haben eine tolle Mission am Start, und zwar, die hat sich Carsten ausgedacht, weil letztes Mal lief es ja mit den ganz großen Batschern bei dir nicht so gut, oder? Ja, genau. Ich habe noch eine Rechnung offen. Und ja, zwar mit den großen Batschern hatte ich nur Nachläufer, und heute will ich damit einen Fisch fangen. Dann sollst du das machen, oder zumindest versuchen, ne? Guck mal, da ist einer. Mhm. So ein richtig großer hier. Ja. 25 cm, ja. Bitteschön. Nimmt noch nicht. Also Carsten versucht heute mit einem großen Köder ein Hecht zu fangen und ich versuche mit dem kleinen Batscher ein Hecht zu fangen. Das heißt, klein versus groß. Genau. Du nimmst die, dass wir überhaupt was fangen. Meinst du nicht, dass es geklappt? Na, letztes Mal habt ihr gesehen, ich hab damit nichts gefangen. Hättest du nicht dabei gewesen, wär bloß Barsche und nicht noch ein paar schöne Hechte geworden. Ja, aber das ist immer so eine Sache, ne? Genau, man weiß ja nie. Und richtig, dennoch zum allen Überfluss heute noch ein neuer Teich. Richtig. So, Leute, wir schwenken da mal hin. Neues Gewässer, wir waren ja absolut noch nie gewesen, immer nur vorbeigefahren, aber heute ist es soweit. Heute versuchen wir mal unser Glück und mal schauen, ob die Hechte Bock haben. Genau. Also ich tippe ja, dass der hier ganz gut performen wird heute hier. Also wir gucken uns das mal an. Hier vorne habt ihr schon das Schlauchboot, schon wieder startklar. Carsten war wieder sehr fleißig. Und ihr seht es noch, hier ist alles voller Seerosen. Das hätten wir gar nicht so erwartet. Und der See geht jetzt wirklich hier hinten so komplett lang, sehr, sehr länglich gezogen. Und warum soll hier nichts drin sein? Ne? Ja, ein paar Ringe haben wir schon gesehen. Also an Weißfisch mangelt es nicht. Und Ulke, da muss die auch fressen in dem Teich. Und das machen die Köder denn. Also, weißt du? Die regeln das. Okay. Sag mal, lässt du das eigentlich so? Das lasse ich so. Schaufelfach ran und dann geht das. Genau. Okay. Das ist jetzt mal eine ganz andere Technik, die ich hier anwende. Ja, das ist die Knotentechnik. Ja, okay. Das ist quasi Origami für Schnüre. Richtig. Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch am Wasser hält. Spart auf alle Fälle das Abschneiden. Auf jeden Fall. Was ist denn nun? Ich muss mich noch vorbereiten hier. Ja, was hast du denn gestern zu Hause gemacht? Mich vorbereitet. Ja, zumindest hast du eine Tasche gepackt und ein paar Boxen hier ins Auto geschmissen. Genau. Dann hättest du wenigstens auch schon mal einen Vorfahrer machen können. Na, keine Zeit mehr gehabt, wirklich nicht. Hat das Bett wieder gerufen. Richtig. Nur die Frau. Beides. Ja, für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. Nicht schlecht, ne? Zwar nicht ganz mittig, aber sieht doch ganz gut aus. Leute, es scheitert schon am Rauskommen hier. Es ist so flach, ne? Ja. Und heute habe ich keine Gummistiefel bei. Sonst wurde gemeckert, kurze Hose, Gummistiefel, sowas macht man nicht. Und jetzt habe ich keine Gummistiefel bei. Oh, eine lange Hose an, davon mal abgesehen. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. Also, Abbruch. Festgefahren. Wir sind frei. Juhu. Das war eine Meisterarbeit, Mensch. Das sage ich dir. Und jetzt alles voller Baumstämme und sowas alles. Wahrscheinlich jetzt hier im See so weiter. Ja. Was soll ich jetzt machen? Wir hätten nur den E-Motor zu Hause lassen können, so flach wie es hier ist. Ja, jetzt hätte ich rudert. Aber mal gucken, was der Teich hier so hergibt. Also ich werde meinen Köder gleich hier platzieren ungefähr. Ablegen. Alles voller Hechte. So, da seht ihr wieder unser Boot da oben. Da ist es. So, was haben wir jetzt hier? 1,1 Meter. Mensch. Naja. 1,1 Meter, dann kannst du wenigstens auch den Bugmotor rinschmeißen. Kann ich machen. Und dann fährt es sich auch viel einfacher für uns. Ready. So, auf geht's in die Hechte. Ah, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Nach der ganzen Mallorca-Action und so. Und deine Welsangelei übrigens. Übrigens mal dickes Petri, Carsten, dass du beim Klopfen so einen schönen Wels gefangen hast. Danke, danke. Ja, hören wir mal gucken, was wir heute rauskitzeln, ne? So, vorbereitet sind wir ja. Der erste Wurf. Ja, wollen wir mal kicken hier, wie das Fischwasser hier aussieht.
Wir sind rausgefahren, haben kurz noch die Seerosen hier gleich 2 Meter Tiefe. Also quasi die Seerosen weisen uns auch den Weg. Also wir bräuchten den Echolot nicht, so wie es bis jetzt aussieht. Ist wie bei den klassischen Seen hier. Seerosen, dahinter relativ tiefes Wasser. Aber ich staune mit den Seerosen. Also wirklich. Ja, also wir haben wirklich, also die Seen, die wir sonst beangeln, da ist nichts mehr. Also da sind die Seerosen in der Oberfläche komplett verschwunden. Aber hier ist doch recht warm. Wir haben jetzt 11,7 Grad Wasser. Also wo ich letztens auf dem Wasser war, auch ohne diese Kamera da, da waren es gerade so kurz über 10. Also wahrscheinlich machen diese 1,5 Grad Unterschied schon eine Menge aus hier am Wasser. So Freunde, da haben wir den ersten auf dem kleinen Köder. Hat mal kurz Puff gemacht. Kommt da. Kleiner Hecht. So, wenn wir den jetzt rauskriegen, dann ist er die Führung, wa Carsten? Aber schön in der Diät, Alter. Schön. Der wollte einen haben. Alter, Alter. So, wie sieht's aus hier mit dem Fischer? Passt perfekt drin. Na ja, hab den richtig besorgt, siehst du? Petri, super. Dank. So, da ist er, der schöne Köder. Gut, dass er ihn überlebt hat, weil von der Farbe habe ich nämlich nichts mehr mit. Ich habe noch einen Ball für dich. Oh, das ist schon mal sehr gut, Carsten, wunderbar. Sehr, sehr gut. Und da haben wir den ersten heute. Ach, schön. Nicht der größte seiner Art, aber auf alle Fälle schon mal der erste Fisch. Nach dem Start, oder? Ja, nach den vielen Würfen und ohne Fisch. Sehr geil. So, machen wir weiter. So, eine schöne Schilfkante jetzt hier. Also Carsten, wenn es hier nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich gebe mir größte Mühe, dass mein großer Butcher heute mal einen Fisch sieht. Ja, ist auch nicht einfach, ne? Das stimmt allerdings. Also wir hätten uns auch einfache Sachen aussuchen können. Aber du, einfach kann ja jeder. Und vor allen Dingen bewährte Sachen, klar, die liefern. Aber neue Sachen bringen ja immer noch große Fische, Geheimnisse. Wer weiß, was wir heute noch hier finden. So sieht's aus, wenn man im Herbst angelt. Da kann man an die Blätter nicht vorbeikommen. Da wirfst du einfach auf die Dinger. Das ist wirklich... Also, wer mag schon den Herbst? Ich mag den Herbst. Ich ja auch. Aber die Blätter, wie gesagt, hier ist ja relativ viel frei, aber in die 10 Blätter, man trifft immer eins. Ja, wer kennt's nicht? Ein Stock in 100 Quadratmeter, den trifft man. Ja, hier haben wir jetzt so 3,50 Meter, ansonsten war jetzt überall hier 5 Meter gewesen. Ja, und immer wieder was zu sehen im Wasser. Ob das nun Fische sind oder irgendwas anderes, sei mal dahingestellt. Aber auf alle Fälle ist hier doch ein bisschen Bewegung auf dem Pool. Ja, und da kommt wieder was Schönes. Ein Hechtschwarm. Das könnte auch ein Weltschwarm sein. Ich würde sagen Zanderschwarm. Meinst du? Ja, definitiv Zanderschwarm. Das sieht aber sehr nach Wels aus. Ja, das könnten doch einfach 3 Wels übereinander sein. Das ist aber doch die falsche Technik. Doch, wieder nochmal her, klopfen. Ja, wie ist was hier passiert? Wäre mal eine Maßnahme. Verwallerhölzer geholt. Nochmal ein paar ordentliche Wallerrouten und dann Abfahrt. Dann bringen wir uns jetzt Klopfen bei. Was hast du jetzt dazu? Wir haben gesagt, die Bucht ist geil. Ist sie auch. Kommt ein schöner Hecht. Erste Anfasser gehabt, ja. Erste Anfasser gehabt und der ist nochmal hochgescheppert. Geil, jawohl. So, warte mal, ich muss erstmal hier den Kescher dir geben. Genau. Wirklich ein schöner Hecht, Carsten. Sehr nice. Ich habe gesagt, bring einen großen Kescher mit. Ich kriege mal trotzdem hin. Ich habe mich wirklich vergriffen, also wirklich ein schöner Hecht. Kriegst du? Jawohl. Ah, Mann. Ah, traumhaft, Alter. Stark.
ich habe gesagt, es läuft. Und wir haben erst gesagt, der Pool ist nicht so gut, ne? Ja, und jetzt im hinteren Teil sind wir auf alle Fälle auf der erfolgreichen Seite. Schönes Stark. Ding. Schön, schön. So, Leute. Da ist er drin. Präsentieren wir euch gleich mit einem großen Butcher. Uiuiui. Auf alle Fälle das 1-1, aber wirklich ein toller. Das ist ja fast schief hier. Hast du auch Verbandzeug mit, oder? Ich hab Verbandzeug bei. Sollte man auch immer, hast du recht. So, Leute. Hier haben wir wirklich einen wunderschönen Hecht. Sehr stabil. Ja, also das freut mich ja. Auf den großen Butcher. Nicht geil. Schönes Ding. Ja, der ist wirklich ordentlich. Carsten. So, nicht nur ein ordentlicher Fisch, sondern auch das 1-1 jetzt hier in unserem kleinen internen Battle. Groß versus klein. Genau, das Köder-Battle. Ja. So, der TikToker. Freuen sich alle über so einen Fisch. Mega. Also ein bisschen bescheuert sind wir schon, oder? Aber ist geil. Da hört man so mal jubeln, jawohl. Leute, haben wir eine Macke, aber auf alle Fälle sehr, sehr geil, oder? Das hast du sehr gut gefilmt, muss ich sagen. Das hat perfekt getimt, als ob wir das jeden Tag machen würden. Machen wir fast auf TikTok, muss ich sagen. Da läuft wirklich sehr viel Content bei uns. Ja, wir sind noch nicht lange bei TikTok, aber wir sind auf alle Fälle da. Ihr könnt uns ja mal gerne folgen, wenn ihr gerne möchtet. Ne? Also bei Carsten als auch Oder Spreeangler. Verlinkt man natürlich jetzt hier unten. Geht einfach mal rauf. Das ist immer frischer Content. So, da habt ihr den Erfolgsköder jetzt von Carsten. Ja, Butcher, wie gesagt, Fire Tiger. Der hat es jetzt gebracht. Und Chris, zum Glück sind wir hier in die Bucht so ein bisschen reingetrieben, weil hier liegt erstmal ein Köder für uns, ein neuer. Hier liegt hier so ein kleiner Popper liegt hier rum. Also sind wir nicht die Einzigen, die hier auf dem Teich angeln. Tatsächlich. Leute, da ist er. So. Tja, den hat einer einfach mal verloren. Abgerissen, je nachdem. Schaffst du? Schaffst du? Nee? Na gut, dann nicht. Ich hab's probiert. Er war stets bemüht. Ist auch schon nicht der kleinste Popper. Ordentlicher, ja. Ja, aber liegt schon ein paar Tage. Die Drillinge sind schnell schon verfault und hinten, dass da nicht ran ist, ist immer egal. Ja. Petri. Ja, danke. Ja, schöner Fang für heute hier. Den sauber gemacht, dann ist er wieder hübsch. Schöne Kante, Leute. Nicht schlecht. Sag mal, wo rudern wir eigentlich? Ja. Ist dort leer? Was denn? Die Fernbedienung vom E-Motor. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, wirklich. Das andere Ding habe ich aufgeladen, die Batterie. So, dann müssen wir die ganze Strecke jetzt hier zurückrudern. Ja, das und das sind 18 Kilometer. Mann. Ja. Ich habe gerade dieses Schilfstück beleidigt. Also, um mehr geht's nicht. Also, man merkt, die Stimmung kippt hier so langsam. Ja. Sag mal, gehst du ins Fitnessstudio? Oder? Nee, muss ich nicht, weil ich rudern muss. Du hast ja schon Zug drauf, muss ich dir sagen. Wir Jetzt sind, um genau zu sein, knapp 3 km/h. So, das geht es zu beweisen und tatsächlich. Es sind 3 km/h sogar drüber. Das dauert ja bei 18 Kilometer bloß 5 Stunden. Na du? Na sie? Das ist eine schöne Stelle hier, wo du uns hingesteuert hast. Ja, ich glaube, es ist eine sonnige Bucht hier ausgesucht, weil ich habe jetzt schon so ein Drittel See geschafft. Jetzt will ich erstmal angeln. Das ist ja auch das Rede, weil die Arme lahm, ja? Fisch! Naja, nicht. Eine schöne Wurzel. Mal wieder. Alter. Kriegst du ab? Alter, Alter. Hast du? So, habe. Der gar nicht so lange gedauert. Nee, hat auch nicht. Gucken, kurz kontrollieren. Ja, alles gut. Los, wie immer. Ja, passt. Weiter geht's. So, Carsten Stolten ist jetzt genau da noch mal hin, wo er den größeren Hecht jetzt gefangen hat. Ja, mal gucken, vielleicht steht ja da noch einer. Also die Bucht ist auf alle Fälle sehr, sehr vielversprechend. Was meinst du, geht da noch einer? Wir werden es gleich sehen, ob wir da noch ein paar Ecki rauskriegen. Ja,
Ja, ihr habt es gerade auf dem Echo gesehen, hier ist wirklich eine ganze Menge los unter Wasser. Natürlich viel, viel Weißfisch, aber da wo Weißfisch ist, wisst ihr ja auch, da sind natürlich die Raubfische nicht weit. So, Carsten steuert es extra ein bisschen weiter weg, deswegen treiben wir nämlich quasi dann die ganze Strecke wieder hier entlang, sodass er wieder von Anfang an wieder rudern kann. Da freut sich schon wieder, ne? Ja, kann ich nichts zu sagen. Du wolltest meine Hilfe nicht haben. Nee, ich kann sagen, ich manage die Sache. Alles Absicht. Ich weiß gar nicht was. Ich habe ihn gerade mit meinem Köder am Kopf getroffen. Aus Versehen natürlich. Ich kann nicht mehr sprechen. So, da tut's weh. Sogar die Mütze ist drauf geblieben, also ist gar nichts passiert. Mann, gekonnt, gekonnt. Ja, die Übungstage, muss man ja mittlerweile sagen, machen sich bezahlt. Das geht einfach von der Hand. Mit der BC-Angel oder mit der Multi. Nennt ihr, wie sie wollt. Leute, die Stimmung kippt nochmal. Tja. Er ist am Ausrasten. Also wirklich, ich krieg das Ding jetzt nicht mit dem Handy verbunden. Das hätte geil auch dahin fahren können. Ohne Probleme. Aber nee, geht nicht. Habe ich gegoogelt. Hilft genauso wenig. So, hätte ich einfach bloß das Ladekabel eingepackt oder einfach die Fernbedienung auf geladen, wäre alles gewesen. Und ich hätte nicht hier 8 Stunden rudern müssen. So, dann tauscht schon wieder die Plätze und ich muss weiter rudern. Sieht man, dass ich schmunzel so ein bisschen? Ja. Dieses gehässische Grinsen. Leute, das geht schon Stunden so. Stunden vor allem. Ja, Leute, sind jetzt die letzten Meter jetzt hier. Wir sind gleich wieder bei unserem Auto. Ja, das war eine schöne Tour, kann man echt mal sagen. Also der Pool hier, der See kann sich echt sehen lassen. Auch wenn es heute jetzt nur in Anführungsstrichen 2 Hechte geworden sind. Aber auf alle Fälle gab es ja Fisch. Wie gesagt, wir waren noch nie hier gewesen. Wir wollen einfach mal den See einfach mal erkunden. Mal gucken, was er so kann. Und ich muss euch echt sagen, der kann ein bisschen was. Definitiv, oder Carsten, was sagst du? Ja, also was wir so gesehen haben an Weißfisch und an den Hechten, die wir hatten. Ja. Die waren auch nicht die schlankesten. Also ich denke, hier ist auf alle Fälle noch Luft nach oben. Denke ich auch. Und der sieht uns nochmal wieder. Ihr habt's gehört. Der See sieht uns nochmal wieder. Das denke ich auch, ganz klar. Ja, jetzt fahren wir an Land und dann packen wir erstmal den ganzen Kram hier aus. Und dann melden wir uns gleich nochmal. So. Die letzten Kniffe hier. Genau, das letzte Stück Seil hier verstauen. Dann haben wir ihn heute den Tag geschafft. Was sagst du zu dem See? Ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Ja, ich eigentlich auch. Neue Gewässer, 2 Hechte sind rausgekommen. Auch eine ordentliche Größe, sage ich jetzt mal. Der wird uns bestimmt wiedersehen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich hoffe, dass der noch ein Ticken klarer wird. Dann sind die Hechte natürlich noch ein bisschen aktiver. Und sehen unsere Köder besser. Und ja, dann würde ich sagen... Sehen wir uns morgen wieder hier. Genau. Alles klar. Bis morgen.